Das ist Steven, ich bin Elisa. Und willkommen zu den Was geht ab Shorts. Pornos! Sie zeigen fast alles. Jegliche Vorlieben und bislang nur im stillen Kämmerlein ausgeführte Praktiken. All das ist im Internet leicht verfügbar, auch für Jugendliche und Kinder. Schon mit 11, 12 Jahren sehen viele von ihnen zum ersten Mal Erotikfilme im Netz und sind damit häufig überfordert. Daher fordern Experten jetzt die Vermittlung von Pornokompetenz an Jugendliche. Also Pornos im Klassenzimmer? Nicht ganz. Hinter dem Begriff Pornokompetenz versteckt sich die Forderung danach, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, Fragen zu diesem Thema zu stellen. Wie das im Unterricht genau aussehen soll, ist dabei noch nicht geklärt. In den Medien wird oft ein negatives Bild vom Pornokonsum Jugendlicher gezeichnet. Es wird von der Generation Porno gesprochen, von Jugendlichen, die auf dem Schulhof Hardcore-Filme über ihre Smartphones austauschen. Zwar werden sie von vielen Jugendlichen geschaut, Studienergebnisse zeigen aber, dass Teenager in den letzten Jahren eher später als früher ihr erstes Mal haben. Dass Pornos tatsächlich sexuelle Gewalt fördern, ist bislang auch nicht erwiesen. Der Sexualforscher Per Bricken bestätigt, dass Jugendliche durch Pornos nicht in ihren sexuellen Vorlieben beeinflusst werden. Wichtiger seien andere Faktoren, zum Beispiel wie Eltern ihren Kindern Liebe und Partnerschaft vorleben. Das Umfeld eines Kindes ist für den Umgang mit Sexualität und Liebe entscheidend, genauso wie ein offener Diskurs über das Thema. Den Jugendlichen müsse klargemacht werden, dass Pornografie nur wenig mit dem Leben und der Liebe zu tun hat, fordert Pädagogin Katharina Zilmer. Ist ja wichtig zu vermitteln, dass Pornodarsteller gecastet sind und das nach Aussehen und Figur. Diesen Aufklärungsgedanken verfolgt auch die dänische Website Beautiful Agony. Seit 2004 werden hier Videos gesammelt, die Menschen beim Orgasmus zeigen. Das Besondere dabei ist, dass nur die Gesichter zu sehen sind. Es geht also darum, Emotionen zu zeigen, statt nacktem Fleisch. Auch die New Yorkerin Cindy Gallop möchte jungen Menschen zeigen, wie echter Sex wirklich aussieht. Sie gründete eine Videoplattform, auf der Clips zu sehen sind, die ehrlichen Sex zeigen. User können auf der Plattform selbst Videos hochladen und diskutieren, ob sie das oder klassische Pornos bevorzugen. So frei über sexuelle Identitäten und Lebensformen zu sprechen, ist für viele immer noch ein Tabuthema. Das zeigt die aktuelle Diskussion in Baden-Württemberg. Hier soll das Thema sexuelle Vielfalt 2015 in den Lehrplan aufgenommen werden. Dagegen gab es allerdings großen Protest und eine Online-Petition, die das Ganze verhindern soll. Sexualkundeunterricht findet in Deutschland bereits in der Grundschule statt, doch es gibt immer wieder Debatten darüber, wie ausführlich diese Aufklärungsstunden gestaltet werden sollen. Im Fall Baden-Württemberg sollen die Schüler zusätzlich über die Lebenssituation von Homo-, Bi-, Transsexuellen sowie Transgender- und intersexuellen Menschen aufgeklärt werden, um Diskriminierung zu verhindern. Seid ihr für mehr Aufklärung an Schulen? Und wie könnte so ein Porno-Kompetenzunterricht aussehen? Eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Da drüben gibt es 2 weitere interessante Videos und unter uns könnt ihr abonnieren. Hier kommt ihr weiter zu Texcalibur für mehr sexy Gaming-Stuff und in der Videobeschreibung findet ihr alle Social-Media-Links. Obwohl es ja nicht unbedingt sexy sein muss. Aber kann. Ja, kann. Also dahin auf jeden Fall. Das waren die Shorts. Für heute, Leute. Yay.